und willkommen auf Mallorca. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, dass Mallorca nicht nur Malle ist mit El Arenal und vielen Party-Locations, sondern dass es hier auch noch viel, viel mehr zu entdecken gibt. Und zwar spanische Kultur, traumhafte Strände und vor allem auch sehr viel Kunsthandwerk. Eine Umfrage hat ergeben, dass viele Deutsche es besonders angenehm finden, dass man auf Mallorca gar nicht unbedingt Spanisch sprechen muss, um hier zurechtzukommen. Denn es ist so ein bisschen wie ein kleines Deutschland, weil hier doch sehr viele Deutsche sind. Und das hat den Vorteil, dass man eben auch, indem man einfach nur Deutsch spricht oder vielleicht ein bisschen Englisch, hier sehr gut auf der Insel zurechtkommt und all die Vorteile nutzen kann, als ob man Spanisch sprechen könnte. Wir stehen jetzt vor der Ruta del Fang, und zwar der Töpferstraße, und werden uns jetzt mal auf die Spuren der Töpfergeschichte hier begeben. Mit Pepa in Terracuita und er kann leider kein Deutsch oder Englisch nicht so gut. Er hat gesagt, auf Spanisch ist es ihm lieber, aber er beantwortet mir jetzt ein paar Fragen über Mallorca. Und zwar die erste Frage lautet: Was magst du am meisten an Mallorca? Was liebst du an Mallorca? Also er sagt, besonders das Klima hier ist einfach sehr, und das kann ich bezeugen, ist wirklich sehr besonders, sehr speziell. Und die Leute hier, die sind einfach sehr freundlich, und das ist so ein bisschen, ja, man kennt sich irgendwie. La amabilidad de la gente. Porque siempre tienes sonrisa. Also er sagt, die Überraschung in Mallorca ist sozusagen, sind die Menschen. Die Menschen, die auch die Ausländer, so wie uns jetzt gerade, mit Freundlichkeit empfangen. Und die letzte Frage ist, Mallorca in drei Wörtern. Mallorca en tres palabras. Difícil, ¿no? Bonitas playas. Sí, bueno, bonitas playas, son dos. No, playas. Las playas, el clima, ¿sí? Y la artesanía. Sí, gracias por hablar conmigo. Euch hat das Video gefallen und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, Mallorca mal in Besuch abzustatten. Und falls dem so ist, Condor fliegt teilweise von Deutschland aus in unter 2 Stunden nach Mallorca. Man kann also auch für einen Kurztrip mal eben nach Mallorca kommen, und auch mit der Familie, mit den Kindern muss man nicht ewig lange im Flugzeug sitzen, und man kann sich trotzdem darauf verlassen, dass das Klima einfach wunderschön ist und viel besser vor allem, als es meistens in Deutschland ist. Also wenn ihr euch auf den Weg macht, viel Spaß beim Entdecken, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.